Ja. Oh Mann. Oh Mann. Das war's. Wikicon 18. Welcome to the German Speaking Part of Europe. Oder sollte ich besser sagen, sehr verehrte An- und Abwesende. Wer nicht groß genug ist, fährt eine Autobahnstation weiter zur IKEA. So. Vor der UNO in Genf hat Daniel Berset einen Stuhl hingestellt. Ich glaube, er wollte sagen, Menschenrechte. Du, da kommst du nie hoch. Dieser Stuhl ist zu groß für dich. Ab ins Zelt. Wie nannte Bazan Brock unseren Ort, wie er zum ersten Mal hierher kam? Home of Weltgeist, Diaspora für alle. Jetzt also auspacken, um am Dienstagabend wieder einzupacken und... Nespresso? Kooperationsangebot? Das Zürich Filmfestival hat sich nicht getraut, hä? Wikicon 18 ist vorbei, aber Vivi 18, jetzt geht's los. Also ich habe 50 Minuten und die Vivi 18 wird aufgenommen und geht nachher online. Ich nehme mal an auf YouTube. Ah, exklusives. Aha, die wollen Geld. Ja. Okay. Ja, viele wollen Geld. Verwöhren sie. Naja, also gut. Okay. Ja, vielen Dank. Espresso und tschüss. Was mich mit Daniele Ganser verbindet? Ja, zum Beispiel auch ich wurde von der linken Wochenzeitung WOTS in die rechte Schmuddelecke geschrieben. Ja, zum Beispiel. Im Namen des Ärgers, der Wut und des heiligen Zorns. Geht hin. In Unruhe. Daniele Ganser hat mir noch nie einen Termin gegeben für einen Podcast. So weiß ich nicht, ob nicht auch er Freunde hätte bei der Wochenzeitung. Bei mir wären es Susan Boos, Adrian Ricklin, Hans-Peter Spörri. Hey du, also ich hätte da einige, das sind Freunde, also ich hätte gesagt, keine Ahnung. Nee, also von Edith War kannst du ja dort nicht einmal reden. Das ist kein Edith War, nein. Das Problem von Wikipedia ist doch nicht der Edith War. Edith War ist die Stärke von Wikipedia. Also ich fand die Wikicon echt anstrengend, du, so viele Leute, so viele tolle Leute. Und dann mittendrin, also kommt plötzlich diese Stimme und dieser Typ, mit dem konnte ich dann noch reden. Ja, wo ist er? Hier, Thomas, er nennt sich Ethnologe, aber Achtung, das letzte O ist eine Null auf Social Media. Aber jetzt musst du mir noch einmal den Namen sagen. Wie willst du angesprochen werden? Thomas. Thomas, also gut. Mhm. Also nochmal, gell, also es läuft einfach, wir hören dann wieder auf irgendwann. Ja. Ich schneide nicht, wir reden über nichts, was wir nicht sagen wollen. Ist in Ordnung. Wir reden über Parteienpolitik als Problem, über Wissenschaft als Problem, über Jugendliche, die bei der deutschen Wikipedia rausgeworfen worden sind, weil sie auf Pokémon stehen. Und aber die Werte von Wikipedia voll mitziehen und da sind plötzlich Kinder dran und die arbeiten genau nach den gleichen Wertmaßstäben, ja, wie Wikipedia es von Wissenschaft bezogen hat. Wenn professionelle Inszenierer und Storyteller Streit mit der Wikipedia-Community inszenieren, du, ohne durch die Schule der zeitgenössischen Kunst gegangen zu sein, verstehst du null und nix. Die machen das ganz hervorragend. Wow. Ah ja, genau. Shake your ass.
Your mind will follow. Ah ja, genau, zum Schluss noch. An der Wikicon wurde ich darauf angesprochen, dass ich so viele Sockenpuppen-Accounts hätte. Stimmt doch gar nicht. Aber wenn du nicht klicken kannst. Und anonymes Publizieren. Wer hat's erfunden?